Jetzt kommen wir zu einer jungen Frau, die ja, zum Fernsehen gekommen ist vor einer ganzen Weile, als sie bei einem Popstars-Casting mitgemacht hat und zum Ende natürlich auch gewonnen hat. Mittlerweile aber im Fernsehen moderiert, seit 2013 zum Beispiel bei Super RTL. Und sie macht dort eine Show, wo sie auch Experimente macht. Und wir haben das letzte Mal schon ein paar Experimente gemacht. Und heute wollen wir schauen, was sie uns mitgebracht hat. Bitte begrüßen Sie Vanessa Maisinger. So, das letzte Mal, als du da warst, da ging es ja gerade los, ne? Ja, oder? Genau. Und wie läuft die Show? Ja, gut. Also, wie heißt die Show nochmal? Wow, die Entdeckerzone. Ja. Und du bist sozusagen dort die Chefin im Ring? Nicht ganz, also zu zweit sind wir da. Ja. Ich habe noch einen Co-Moderator, genau. Der ist der Chef, du bist die Chefin. Ja. Und ihr macht Experimente, ihr erklärt kleine, ja, genau, kleine lustige Dinge anhand von relativ einfachen Versuchsaufbau. Genau, also ich habe heute ein paar kleinere Sachen dabei. Wir haben letztes Mal ja so eine riesen Eierschlacht gemacht. Ja. Wir starten heute mit was Kleinerem und zwar... Machen wir auch wieder was mit Eiern? Ja. Ah, sehr gut. Aber danach, aber, okay? Ja, danach. Okay. Und zwar starten wir mit Eiswürfelstapeln. Du darfst gerne mal probieren, einfach so wild drauf los. Eiswürfelstapeln? Ja, da, ja, weiß ich gar nicht, ob das geht, weil die vielleicht voneinander runterrutschen. Aber genau, es kann natürlich genau auch sein, dass sie, wenn sie... Ist jetzt meine Theorie, pass auf. Okay. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber... außen fängt der Eiswürfel ja an zu schmilzen. Ja, ja. So, wenn man, das heißt, jeder Eiswürfel, der jetzt eine Weile so draußen liegt, hat außen einen Wasserfilm, ja, ja, der aber dann sozusagen isoliert wird, wenn man die aufeinander tut, dann pappen die wahrscheinlich, ja, zusammen. Kann das sein? Ja, du kannst gerne mal probieren. Und dann wird es wieder kälter, das dauert vielleicht eine Weile, und dann bleiben die aber aufeinander. Ja. Sie müssen ja schon ein bisschen so. Also, Stapel geht auf jeden Fall, aber es muss ja auch fest sein, ne? Ja, ja. Und das geht nicht. Ja, wenn du es umschmeißt. Ja, wir oh, komm, du warst überrascht, dass ich es so gut gemacht habe, ne? Lass mich doch mal gucken, wie weit man ja, okay, kommt. Okay, dann stapel noch mal weiter. Und ja, ich habe dann hier quasi noch so ein Zauberpulver. Ja, jetzt wird's aber, jetzt geht's nicht, ja. Du hast ein Zauberpulver. Genau, ein Zauberpulver. Was ist das? Kannst gerne mal probieren. Das ist wahrscheinlich Salz, ne? Ja, ja. Salz. Okay, Moment. Und zwar können wir jetzt quasi von unserem Zauberpulver hier so ein bisschen was oben drauf geben. Ja. Dann wird es erstmal hier angetaut. Ja. Und dann geben wir den Eiswürfel drauf. Und dann gefriert es quasi wieder zusammen, die Schicht. So ähnlich, wie ich mir das eben vorgestellt habe, ja, genau, ohne du Salz. Schon, du hast es schon richtig gut erklärt eigentlich. Ja, nur, dass da Salz nur, dass zu du halt das eben wusste ich nicht. Zauberpulver vergessen hast. Ja. So, okay. Und dann quasi hält es so richtig fest und... Und so. Man muss ein bisschen, also, man braucht ein bisschen Zeit dazu, muss man ja, ja, man muss ein bisschen warten, selbstverständlich. Wir können ja hier nicht alles in der Windeseile machen. Aber wir machen gleich weiter mit was richtig Coolem. Ja. Und zwar darfst du, wenn du Bock hast, den Ballon erstmal aufblasen. Sehr den gut. Brauchen wir jetzt. Dankeschön. Aber so richtig prall. Bist du ja platt, oder? Ja, ja, so kurz davor. Also du musst richtig, richtig prall sein. Das weiß man bei so Ballons nie. Wir wollen nämlich jetzt ein Kissen basteln. Ein Ballonkissen. Ich hab Angst, okay, ich glaube, ein Stoß noch. Okay, stopp. Stopp. Ja, okay, zu Knoten. Ja, genau, jetzt zu Knoten. Ist schon leicht schwindelig. So. Geht's? Ja, es geht. Genau, jetzt machen wann, wir wann läuft die Sendung immer? Die Montag bis Freitag mal 18:40. Sie ist schon für Kinder, ne? Ja, genau, deswegen machen wir auch ganz harmlose Sachen. Ja, die nichts Kinder auch Feuer nachmachen so können. Genau, nicht mein Lieblingsgag mit Luftballons ist immer der. Weil wir ein Kissen machen, darfst du dich jetzt erstmal draufsetzen auf den Luftballon. Draufsetzen? Genau, also ich würde vorschlagen... Auf dem Stuhl? Wir haben einen Stuhl, ja, perfekt. Dann schau, und platzt der? Sehen wir gleich. Ich bin aber so schreckhaft. Ohren zu halten. Du kannst richtig mit deinem Gewicht drauf. Er muss eigentlich platzen jetzt. Mach ein bisschen fester, so richtig... Oh! Junge, das geht aber ins Kreuz. Warte, also,
wenn es nur 20 Sekunden sind, weil man es nicht erwartet. Ne? Normalerweise kann man den Körper anspannen, aber paff, knallt man runter. So, und jetzt, du kannst sitzen bleiben. Nee, das war's jetzt schon. Nur nein, jetzt mach ich dir ein Kissen, das jetzt aber hält. Jetzt machst du ein Kissen, weil hoffentlich funktioniert das so gut wie mit den Eiswürfeln eben. Nee, das funktioniert wirklich. Du kannst dich jetzt freuen auf ein ganz gemütliches Luftballonkissen. Ja. Warte. Hier, schau, wir nehmen jetzt nämlich hier mehrere kleine Luftballons. Ich erkläre auch gleich, was da quasi der Effekt ist. Geil. Bitte? Geil, dass das hält. Ja, jetzt. Jetzt kannst du dich da draufsetzen. Weil jetzt, was passiert? Die sind jetzt in einer Tüte drin. Genau, und jetzt haben wir quasi hier Lufthohlräume dazwischen. Du kannst dich gerne jetzt draufsetzen. Ja. Und jetzt verteilt sich das Gewicht quasi. Und du sitzt bequem und es platzt nicht. Ich sitze bequem und es platzt nicht. Im Moment jedenfalls noch nicht. Ich kann tatsächlich die Füße hochnehmen. Es platzt nie. Nee. Weil? Ja, weil sich das verteilt quasi. Da sind Lufthohlräume dazwischen jetzt in der Tüte. Und das Gewicht verteilt sich quasi. Würde es auch mit zwei Luftballons gehen? Mit zwei größeren? Ja, würde theoretisch auch gehen. Ja. Ernsthaft jetzt? Nee, oder? Ja, aber die Tüte mitgeplatzt ist. Das war meine Schuld. Ja, es darf sich halt keine Tonne draufsetzen. Noch geilere Experiment. Nein, damit meine ich jetzt nicht dich. Nee, ich habe das auch gar nicht so verstanden. Deine Show heißt Wow, die Entdeckerzone, genau, okay. So war's. Wir entdecken jetzt noch was Cooles mit Eiern. Das ist immer gut. Das ist gut, ne? Ja. Und zwar, Sachen mit Eiern, wir hatten ja gerade was mit Gewichtverteilung. Und das klappt jetzt auch bei den Eiern. Und zwar kannst du dich da draufstellen, ohne dass die Eier zerplatzen. Ne? So ähnlich wie mit den Eiswürfeln und wie mit dem da eben. Das geht wirklich? Ja, also ich stelle es einfach mal hier hin. Sind das denn wirklich auch echte Eier? Soll ich es vormachen? Das sind richtige Eier? Das sind, ja. Kennen Sie, ne? wie man rausfindet, ob das Ei gekocht ist oder nicht? Ich schmeiß es irgendwo dagegen. Nee, ohne dass man es kaputt macht. Ich glaube, mit einem Licht runterhalten, oder? Mit einem Licht runterhalten? Ja. Wenn du das Licht runterhältst, dann ist es quasi... Beim braunen Ei? Weiß ich nicht. Scheint, schimmert das ein bisschen durch. Kenn ich nicht. Ist, man kann es so drehen. Ja. Weißt du? So, wenn sich... nee, wie war das noch? Oder so. Ja, aber was war noch mal was? Das müsste roh sein, oder ist es gekocht? Es ist roh. Ist es roh? Ja. Bist du sicher? Ich glaube schon. Brauchen wir das Wasser noch? Ja, brauchen wir gleich für ein anderes Experiment. Ich muss noch mal kurz gucken. Oh ja, es ist roh. Gut. Auf jeden Fall, ich zeig dir jetzt mal, wie cool man hier sich draufstellen kann, ohne dass es kaputt geht. Oder willst du es machen? Lass mich machen, dann ist es lustiger, wenn es kaputt geht. Aber wir sehen die Eier ja nicht. Muss ich die in der Packung lassen? Ich kann gerne einmal hier zeigen, dass da wirklich Eier drin sind. Ja. Da und hier, da. Okay. Und jetzt. Jetzt stelle ich mich da drauf. Aber du musst gleichzeitig die verteilen. Gleichzeitig da drauf, du musst springen. Nein, nicht springen. So, ganz schnell. Wie ganz schnell mit, dann links, rechts. Upp. Ja, genau. So? Ja. Upp. Ja, das Geräusch auch noch. Upp. Nein. Aber der hält. Naja. Aber es ist kaum was ausgelaufen. Mann. Nur ein klein wenig Eigelb. Wohin damit? Vielleicht lassen wir es einfach hier. So. Da kann man übrigens eine gute Haarkur damit machen. Immer noch ein Ei? Hier vorne? Und? Hopp! Und zurück wieder. Komm, ja. Nicht so kurz! Sie müssen schon auch auf Länge werfen. So. Und? Hopp! Und zurück. Und hopp! Und jetzt sie. Hopp! Und zurück. Hopp! Und jetzt sie. Hopp! Hopp! Und zurück. Jawohl! Und hopp! Und nochmal sie. Jawohl! Es läuft doch. Und jetzt hier. Hopp! Nein! So, hopp! Und nochmal hopp da vorne! Jawohl! Und zurück!
Naja. Ich habe gerade noch gesagt, es ist gut für die Haare. Bitte, also, ja. Perfekt. Ja, das perfekt. Ist Thrill drin, ne? Das ist richtig spannend, oder? Ja, weißt, da kommt ein rohes Ei angeflogen. Und die so, oh, schnell auffangen. So, und dann hat man einen Moment nicht aufgepasst, dann steht man da. Aber ist egal, ich muss mich nach der Sendung eh abschminken. Ich habe hier noch ein Wunderpuder übrigens. So, Wunderpuder. Bevor ich es vergesse, ja. Also, ja. Ich habe hier einen Schlüssel quasi drin. Hier einen Schlüssel drin und den kann man quasi draußen ohne. Hier, die Wände lacht sich kaputt. Hopp! 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 Jawohl, aus! Weil es ist der Zwang, man muss fangen, ne? Weil man kann ja nicht einfach, sonst weiß man nicht, landet es einmal auf der Schulter. Hopp! Und zurück! Und zurück! Jawohl! Hopp! 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 Ja, ich hab nicht damit gerechnet. Auf jeden Fall, hier, guck mal. Ja. Du wirst. Aber keine Sorge, wir machen nachher noch Pfannkuchen draus. Nicht, dass sie denken, wir würden es jetzt hier verschwenden. Du kannst da reinlangen, ohne dass deine Hand nass wird. Das wollte ich dir noch zeigen. Hier? Da kann ja, ich schon? Reinlangen, dass meine Hand ist im Moment nass. Ich muss erstmal das Ei wegkriegen. Was ist da oben drauf? Das ist Puder. Spezialpuder. Kinderpopopuder, sowas. Und das kann man da reinfassen, ja, genau, ohne dass die Hand nass wird. Magic. Ah, guck mal. Ich habe quasi jetzt einen Schlüssel reingelegt. Tatsächlich. Und da kannst du quasi mit deinem besten Kumpel mal einen Trick machen, kannst sagen, hier, dein Schlüssel ist versenkt und den hole ich jetzt raus, ohne dass die Hand nass wird. Man kann bis ganz unten greifen? Ja. Oder sobald man den Rand berührt. Probier. Dann. Kann man was reintun, was ich rausholen kann? Da ist ein Schlüssel drin. Ah, da ist ein Schlüssel drin. Ach, da ist ein Schlüssel drin. Einen reingeworfen. Hier unten, da ist ein Schlüssel drin, ja. Den kannst du jetzt quasi rausholen. Der Schlüssel ist nass, klar. Aber ja, der Schlüssel ist nass, aber ich kann ihn jetzt rausholen. Nicht, ja. Tatsächlich, und meine Hand ist trocken, schauen Sie. Magic! Genau. Kann ich das mal in Zeitlupe sehen, wie das aussah? Habt ihr das hoffentlich in Super Slow-Mo, wie das Ei auf meinem Kopf zerschellt? Habt ihr? Ihr könnt ja daran arbeiten. So, vielleicht kriegt das hin. Hier noch ein ganz einfacher, schneller Trick. Und zwar. Es ist da! Ich bin gespannt. Alter. Ja. Ja, spektakulär, spektakulär. Spektakulär. Also, so. Strohhalm Ei, nicht Ei, Kartoffel. Ja. Und den rammst du jetzt quasi durch die Kartoffel durch, ohne dass irgendwas kaputt geht. Und ist die Kartoffel roh, schon. Die ist roh. Die Kartoffel. Aber würde man jetzt nicht glauben, dass ein Strohhalm, der ja relativ leicht, ich biege ihn mal, das ist tatsächlich ein biegbarer Strohhalm. Genau. Jetzt hat er ein paar Säure. Man denkt, der geht kaputt, aber. Der ist auch biegbar, nur dass Sie es sehen. Ne? Kann man dann da nicht mehr benutzen. Die Leute denken natürlich, wir nehmen jetzt einen festen, deswegen muss ich das immer zeigen, dass der. Bitte? Dass der, also der ist natürlich auch so, glauben Sie es mir. Und jetzt mache ich was? Jetzt darfst du ihn reinrahmen und das Streuen muss durch die Kartoffel durch. Also das, am besten halte ich die Hand da nicht und da drunter. Wie gesagt, also Kartoffeln für alle, die sind roh. Kommt der noch aus meiner Hand hinten unten noch raus? Nein. Die Kartoffeln sind roh? Ja. Ja? Hopp! Ja, ist roh, ne? Ja, haben Sie gemerkt, danke. So, jetzt hau ich den Strohhalm da durch. Genau, jetzt hau ihn so richtig mit Schmackes da durch. Bam! Ja. Fast geklappt, bis auf der. Aber der Strohhalm ist kaputt, aber der hängt zumindest schon in der Kartoffel. Und jetzt mache ich Magic. Und, Achtung. So, jetzt. Ah! Ah! Jetzt, now I understand. Was understand? Ja. Ja, bam. Hier geht es richtig rein. Ich weil muss nur, du hast, ich muss nur mehr Kraft haben. Das heißt, du. Ja, wenn man muss nur oben zuhalten. Genau. Weil dann sozusagen der Kraft, Strohhalm stabilisiert wird durch die Luft, die nicht raus kann. Genau, genau. Und deswegen auch nicht knicken kann. Kaputt, also, ich probiere es mal gerade. Ich probiere es mal gerade. Also, ich halte jetzt oben zu und dann mache ich. Zack. Das geht richtig tief, also fast ganz durch. Ne? Fast ganz muss durch. Muss richtig Kraft haben, genau. Aber so können Sie auch für Weihnachten Männchen bauen, die dann so. Oder eine Schleuder. So Puppenkiste, Augsburger Puppenkiste. Ja. So, dann habe ich noch einen coolen Trick. Ja. Der auch ganz einfach ist. Das können Sie übrigens auch mit Eiern machen. Kleiner Tipp, vielleicht als Partyspiel für zu Hause. Und zwar,
Moment. Kriegt man das eigentlich wieder raus, so Ei? Ist Montag, ich habe doch nur das eine Jackett. Ja. Du musst einmal kurz weggucken. Ja. Okay, dreh dich um. Es spannt ein bisschen auf der Stirn. Also es würde, ich habe das Gefühl, es trocknet jetzt, die Eimaske. Bitte, was soll ich machen? Warte, bis ich fertig bin. So, jetzt. Was kann ich jetzt? Darf ich wieder umdrehen? Ja. Magst du einen Keks? Ja. So vorgespielt. Okay, also das heißt, ich zauber jetzt einen Keks auf mein Smartphone, okay? Ja. Also, Kraft meiner magischen Fähigkeiten. Ja. Erscheint dieser Keks. Ja. Und? Den musst du jetzt natürlich auch haben, also den kannst du jetzt nicht essen. Zeig ihn mal, dass man auch sieht, dass das ein Keks ist. Das ist ein Keks, so. Habe ich jetzt drauf gezaubert. Und jetzt? Und Kraft meiner magischen Fähigkeiten zauber ich diesen Keks hier raus und da ist er. Wow! Wow. Aber ich muss dazu sagen, bei Kindern funktioniert das sehr gut. Kinder finden das fantastisch. Ja. Mag jemand einen Keks zufällig? Ein toller Trick. Wir haben noch mehr Experimente, wir haben aber leider keine Zeit mehr. Nee. Du musst unbedingt noch mal wiederkommen, dann machen wir noch ein paar super Eier-Experimente. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, man könnte auch gerne sogar mit zwei Eiern das probieren. Ja, bitte, wir haben keine Zeit mehr. So, vielen Dank, dass du da warst. Immer Montag bis Freitag, 18:40 Uhr. Wow, 18:40 Uhr. Wow, die Entdeckerzone bei Super RTL. Genau. Dann vielen Dank, dass du da warst. Vanessa Meisinger.